Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fitness Update mit mir, Peter Burjanik, deinem Online-Coach, Personal Trainer und Motivator. Mit meinem Videokameramann habe ich gerade gefragt, wie begrüßt man auf einer anderen Sprache? Spanisch, Italienisch, Französisch, aber wir haben es beide nicht gewusst, außer Hola. Naja, bleiben wir dabei. In meinen Videos zeige ich in 4 kurzen Minuten immer Übungen, wie du ohne zusätzlichen Gewicht deinen Körper trainieren, dehnen, stärken kannst, mobilisieren kannst und so weiter. Heute geht es um die Knie, um die Beine, aber auch um die Hüfte. Und bei den Knien sei gesagt, genauso wie bei der Wirbelsäule, die Nährstoffe, die wir zu uns nehmen, alle Vitamine, alles, was du täglich isst und trinkst, wird speziell von der Wirbelsäule als auch von den Knien aufgesaugt, wie ein Schwamm. Ja. Und deswegen haben viele Menschen auch Rückenschmerzen oder Knieschmerzen, weil sie diese nicht wirklich bewegen. Ja. In der sitzenden Form, in der sitzenden Position sind die Beine immer gebeugt. Und man kann sagen, dass wenn ein Knie immer gebeugt ist und wenig bewegt wird, dann ist es wie ein Schwamm, der wie so ein Abwaschschwamm, der zerdrückt ist. Ja. Der kann keine Nährstoffe aufnehmen. Streckst du das Knie aber, dann geht dieser Schwamm auf. Und dann ist er wieder bereit, Nährstoffe aufzunehmen. Deswegen immer bewegen, strecken, dehnen. Dann hast du keine Knieschmerzen mehr. Es gibt ja auch diese Knie, die wirklich knistern, ja, knirschen, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Das ist ein Zeichen dafür, nimm mehr Nährstoffe auf, gib mir mehr Nährstoffe, dehne mich, bewege mich. So, und wir gehen gleich zur ersten Übung im Liegen. Und zwar ziehst du hier ein Knie ganz knapp zu deiner Brust hin, wie es geht, und beim anderen Bein, das hältst du gestreckt. Und jetzt fährst du da mit dem gestreckten Bein ganz nach oben, soweit es geht. Möglichst gestreckt halten und immer wieder ganz nach oben gehen. Und unten mit der Ferse auch wieder auf den Boden aufkommen. Ausatmen beim Hochgehen und wieder einatmen. Das ist für die Hüfte eine gute Bewegung. Du streckst dadurch das ganze Bein und besonders auch das Knie. Und dadurch sorgst du wieder für eine bessere Nährstoffaufnahme in deinen Kniegelenken. Die zweite Übung ist besonders bei Anfängern gut, wenn man sich da an einem Stuhl anlehnt oder an der Wand, wenn du dich da an die Wand lehnst. Du ziehst wieder ein Bein komplett zu dir. Sitzt aufrecht, kannst du sie umarmen, sitzt aufrecht, ziehst die Schulter nach hinten, dass der Rücken wirklich offen ist und dann hebst du das Bein wieder gestreckt, so hoch es geht. Kurz halten und wieder nach unten gehen. Da merkst du auch besonders im Hüftbeuger, dass der gleich zu brennen anfängt. Und die dritte Übung, stehen wir jetzt auf, das ist dann im Stehen, guter Stand, positionieren und jetzt fasst du ein Bein so hoch wie es geht nach oben. Und streckst es hier, so gut es geht. Ja. Bei mir geht es nicht mehr ganz. Mal mit dem linken probieren, so hoch wie es geht nach oben und strecken. Und strecken. Und strecken. Das sind wirklich 3 Übungen, die ich sehr empfehle für die Knie. Knie sind ja unverzichtbar fürs Leben. Sie tragen dich wortwörtlich durchs Leben. Deswegen führe sie gewiss durch. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen und freue mich umso mehr auch über ein Abo von dir, damit du nichts mehr verpasst in Zukunft. Bis dahin wünsche ich dir einen gesunden Tag und wir sehen uns.